Aber es gibt da nicht nur einen Weg hin, sondern du kannst den Sinn auch wirklich auf die vielfältigste Art und Weise nach draußen tragen und dir dem auch wieder bewusst sein, dass es da auch, dass es einfach mit dir resonieren muss. Und dass du dann nicht blind jemand anderem folgen oder vertrauen musst, der jetzt sagt, den Sinn kann man nur leben, wenn man Punkt, Punkt, Punkt. Nein, weil du gibst dir auch wieder letztendlich den Sinn an dein Leben. Hallo und herzlich willkommen im Sternenstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie erschaffen kannst. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und unterstütze Leute mit meiner Arbeit dabei, ja, mit dem Wissen über ihre ganz eigene individuelle Chart voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen und ihr eigenes Design dann nicht nur zu verstehen, sondern vor allem auch zu leben. Und heute erwartet dich eine Podcast-Folge zu einem Thema, zu dem ich wirklich immer wieder Fragen erreichen, egal ob jetzt auf Instagram, in Mails, in Kursen, in Workshops, in Mentorings. Also es ist eine Frage, die auch mich lange Zeit umhergetrieben hat und wo ich auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, ja, in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr auf der Suche nach war und die, glaube ich, auch kollektiv in unserer Zeit aktuell sehr, sehr präsent ist, nämlich so der Sinn des eigenen Lebens entdecken, den Sinn, unseren eigenen Sinn entdecken, unsere Berufung entdecken und eigentlich letztendlich dahinter ja wieder unser Warum entdecken. Warum sind wir hier auf dieser Welt? Was hält das alles zusammen? Was dürfen wir hier hinterlassen? Und welchen Sinn macht es eigentlich, dass ich jetzt genau hier bin? Und wie kann ich dadurch auch wieder so diese Aufgabe erfüllen, was ich in diesem Leben hinterlassen möchte? Und das ist natürlich eine sehr, sehr tiefgehende Frage, den Sinn des eigenen Lebens zu entdecken. Den Sinn hinter allem, all dem, was uns hier als Menschheit auch zusammenhält, zu verstehen. Und es ist auch eine Frage, auf die es nicht eine 0815 Antwort gibt. Also deswegen auch hier schon mal vorweg als kleiner Disclaimer hier im Podcast, es ist keine Antwort, die ich dir jetzt hier entgegenschmettern kann und sagen kann, guck hier, da, dann und dann weißt du sofort, was der Sinn deines Lebens ist. Weil ich glaube, letztendlich ist es so, so viel größer und dass wir uns da auch wieder an unsere eigene Macht erinnern dürfen, dass wir letztendlich selber unserem Leben einen Sinn geben. Aber jetzt greife ich hier schon fast ein bisschen zuvor und möchte trotzdem mit dir entdecken, was es mit dem Sinn des Lebens so auf sich hat, was wir auch im Human Design vielleicht als Sinn des Lebens beschreiben könnten und wo uns Human Design auch weiterhelfen kann. Aber auch einfach dir ein paar Gedankenimpulse mitgeben auf deinem Weg. Vor allem, wenn du jetzt auch gerade sagst, du bist so dabei, deinen Sinn zu finden, rauszufinden, warum du hier bist oder auch was du hier hinterlassen möchtest. Und dass wir jetzt hier einfach gemeinsam diese Zeit im Podcast nutzen, um uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich bin jetzt vor kurzem selber wieder durch ein schmerzliches Erlebnis an die Endlichkeit unserer Zeit hier auf der Erde wirklich erinnert worden, wie schnell unser Leben hier in dieser Inkarnation auch wirklich wieder vorbei sein kann. Und ich glaube auch generell die Zeiten, die wir jetzt gerade, die Energiequalität, die wir jetzt gerade spüren, mit den Herausforderungen, mit den Ängsten, mit den Konfrontationen, all das, was 2020, 2021 sich schon bisher abgespielt hat. Ich glaube, genau das sind solche Zeiten, wo wir immer stärker merken, dass wir nicht ewig hier sind. Wir merken vielleicht auch immer stärker, in welchen Punkten wir unzufrieden sind, in welchen Punkten wir nicht das Leben leben, was wir uns vielleicht eigentlich wünschen, vielleicht nicht das Leben leben, was uns eigentlich entspricht. Und manchmal kann es auch ein Leben sein, was von außen super gut aussieht, aber wir spüren einfach nicht, dass es nicht uns entspricht. Und ich glaube, es sind genau diese Zeiten und diese Momente, wo wir uns dann wiederum auf den Weg machen zu uns selber, wo wir uns mit uns auseinandersetzen, wo wir aber auch verstehen wollen, was uns hier kollektiv als Menschheit natürlich zusammenhält. Auch ich finde jetzt auch vor allem die letzten anderthalb Jahre, über ein Jahr, haben uns nochmal bewusster gemacht, dass wir auch wirklich
global alle miteinander verbunden sind, so schmerzlich wie diese Erkenntnis, auch ja, mit welchen Preisen diese Erkenntnis quasi kam. Ich glaube, ja, auch durch die Globalisierung, wir waren uns ja alle schon bewusst, ja, okay, wir sind irgendwie alle verbunden und wir können auch mittlerweile innerhalb von 24 Stunden ans andere Ende der Welt reisen oder ja innerhalb von Minuten oder mit Sekundenverzögerung dahin telefonieren, skypen, FaceTime, was auch immer. Also dass da eigentlich keine Grenzen mehr sind, aber ich glaube auch diese Situation, mit der wir konfrontiert waren, hat uns einfach auch nochmal bewusst gemacht. Ne? Auf der einen Seite, wir sind nicht ewig hier, auf der anderen Seite, wir sind alle verbunden und wir sind alle auch füreinander verantwortlich. Und dann natürlich dann auch oft dieser Ruf, ich möchte meinen Sinn des Lebens finden, damit ich erstens ein glückliches Leben führen kann und damit ich in Erfüllung sein kann und am Ende meines Lebens auch sagen kann, ich habe genau das Leben gelebt, was ich mir für mich vorgestellt habe, aber natürlich auch, dass wir einen Beitrag leisten und das Gefühl haben, ja, dass wir ne, dieses Puzzleteilchen sein dürfen, wo wir eigentlich spüren, dass unsere Seele genau ja dieses Puzzleteilchen sein möchte und wir verbiegen uns nicht länger, sondern wir passen halt alle als globale Gemeinschaft da auch ineinander und können ja einfach, indem jeder so den höheren Sinn lebt und findet, ja, da die Welt auch zu einem besseren Ort machen. Und gleichzeitig auch daran zu denken, dass es schon auch ein Privileg ist, dass wir uns heutzutage einfach so intensiv auch Gedanken darüber machen können. Weil vielleicht kennen auch einige von euch die Pyramide von Maslow, wo es auch darum geht, ja, wann können wir uns überhaupt mit diesen Fragen auseinandersetzen? Wer bin ich eigentlich? Was ist mein Sinn dahinter? Und das können wir ja wirklich nur, wenn alle unsere Grundbedürfnisse auch gedeckt sind und wenn wir nicht im täglichen um unser Überleben kämpfen müssen, wo wir ja natürlich automatisch in einem ganz anderen Fight- oder Flight-Modus unterwegs wären und ganz andere Ängste und Sorgen hätten und dass wir einfach auch nochmal acknowledgen und wertschätzen hier an dieser Stelle, dass wir uns diese Gedanken machen können und dürfen. Und ich glaube einfach auch, dass es ein natürlicher Prozess ist unserer Bewusstseinsentwicklung hier auf dieser Erde, dass wir jetzt genau mehr und mehr da ankommen als ja, als globale Gesellschaft auch, dass wir uns diese Fragen stellen dürfen, um nicht einfach nur zu überleben, sondern wirklich zu leben und ein Leben zu erschaffen, ja, wo wir auch ja kollektiv nicht einmal hätten träumen können, dass das möglich ist. Jetzt wollen wir aber nach diesem kleinen Ausflug in diese übergeordnete Rolle der Frage des Sinn des Lebens, der Berufung, ganz, ganz gezielt jetzt mal in die Human Design Chart eintauchen und auch schauen, wie Human Design oder auch andere spirituelle Tools wie Astrologie, Kabbala und so weiter uns auf unserem Weg unterstützen können, da auch den Sinn unseres Lebens zu finden. Und natürlich der Fokus hier ist auf Human Design. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das oft verschiedene Sprachen, verschiedene Punkte aus verschiedenen Systemen an unterschiedlichen Punkten unseres Lebens wiederum mit uns resonieren können. Also hier auch schon mal als kleiner Disclaimer im Human Design, es muss nicht die einzige Art und Weise sein, die dich unterstützt auf deinem Weg. Es ist ein wundervolles Tool, was ja auch wieder viele andere Tools miteinander vereint, wie die Astrologie, Kabbala, das I Ching. Aber gleichzeitig da auch zu sagen, du kannst auch den Sinn deines Lebens leben, ohne jemals dich mit deinem Human Design auseinandergesetzt zu haben. Genauso jemals ohne in deine Astrologie-Chart geguckt zu haben. Und das finde ich auch immer wieder so bewundernswert, wenn wir uns Leute angucken, wo wir das Gefühl haben, sie verkörpern einfach voll und ganz ihr Sein. Sie machen hier einen Unterschied, sie leuchten auch ganz, ganz hell. Dass wir dann, wenn wir dann wieder mit Tools wie Human Design darauf gucken, erkennen, oh wow, die haben halt auch einfach komplett ihre Energie gelebt und ihre Strategie und ihre Autorität gelebt und haben es einfach verkörpert. Also deswegen auch hier Human Design kann uns einfach, kann eine Brücke sein, wenn wir das Gefühl haben, oh, wir haben echt den Kontakt zu uns an so einem Punkt irgendwie verloren. Wir brauchen eine Erinnerung daran, wer wir eigentlich sind, was eigentlich unsere Stärken sind. Und ja, dazu dient halt auch wirklich die Human Design Chart. Und da kann auch in dem Sinne Human Design als Werkzeug, als Tool uns jetzt auch wieder auf unserer Suche nach unserem Sinn, auf unserer Suche nach unserem Warum oder unserer Berufung wirklich Klarheit geben und in Worte fassen, was wir eigentlich tief im Inneren bereits in uns spüren. Und das ist auch immer wieder meine Erfahrung mit der Human Design Chart, dass es eigentlich immer ein Wiedererkennen ist
von, oh ja, so bin ich eigentlich, oh krass, aber ich habe es mir nicht erlaubt zu leben, weil da gewisse Themen drüber liegen, weil da gewisse Glaubenssätze drüber liegen. Und da dient natürlich Human Design als Erinnerung an unsere natürlichste Essenz. Und wenn wir unsere natürliche Essenz, unsere natürliche Energie wieder freischaufeln, dann sind wir automatisch so im Einklang mit uns selber und können uns auch wirklich erlauben, dieser Energie zu folgen und dadurch auch den höchsten und besten Ausdruck in diesem Leben nach draußen tragen. Und ja, das ist natürlich jetzt erstmal so ganz, ganz allgemein. Der Sinn des Lebens sitzt ja für mich auch nicht nur in einem Punkt. Generell kann man im Human Design oder auch in der Astrologie, fangen wir vielleicht mal mit der Astrologie an, in der Astrologie spricht man zum Beispiel oft von den Mondknoten, wenn es um unser Karma, um unseren Lebensweg, um unser Warum hier geht. Oder auch den Chiron, wo wir Heilung reinbringen dürfen und welches Thema wir für uns lösen dürfen, damit wir es für andere lösen können. Unser Merkur kann uns darauf hinweisen, was wir nach draußen tragen wollen. Unser Jupiter, wo wir Expansion erfahren und so weiter und so fort. Also es gibt gewisse Punkte, natürlich in der Astrologie und im Rückschluss auch in der Human Design Chart, die uns darauf hinweisen können, warum wir hier sind, was unsere Stärken auch sind, die uns in diesem Leben mitgegeben wurden und wo wir letztendlich wieder am stärksten leuchten können. Und im Human Design ganz speziell sprechen wir dann auch noch vom Inkarnationskreuz. Das Inkarnationskreuz ist so in der Human Design Chart das, wo ja oft der Sinn des Lebens festgemacht wird. Chetan Parkin hat hier sogar ein Buch geschrieben, was in der deutschen Übersetzung, glaube ich, sogar wirklich Wort für Wort heißt, Der Sinn deines Lebens. Und das ist das Buch über Inkarnationskreuze. Für alle, die jetzt da auf jeden Fall in das Thema auch tiefer eintauchen wollen, das verlinken wir super, super gerne in den Shownotes. Dann schau da gerne vorbei und schau mal in das Buch rein. Aber jetzt hier auch schon ein kleiner Disclaimer. Für mich ist das Inkarnationskreuz auch wieder wirklich nur ein Punkt, an der uns darauf hinweisen kann, wo unser Sinn und unsere Energie liegen könnte. Und das Inkarnationskreuz im Human Design schaut sich ganz, ganz speziell unsere bewusste Sonne an, also unsere bewusste Sonnenaktivierung in der Chart, in welchem Tor steht es und was bringt das wiederum mit, ne? In welchem Center steht dieses Tor und was sind da für Qualitäten drinne zu finden. Und unsere bewusste Sonne, sage ich immer gerne so, ist wirklich so, wo wir unser stärkstes Licht nach draußen senden, aber auch das stärkste Licht wahrnehmen. Weil die bewusste Seite, das findet ihr immer auf der schwarzen Aktivierung der Planeten auf der Human Design Chart, also immer eigentlich rechts von dem Männchen. Das ist da wirklich, wo wir am stärksten noch unser eigenes Licht wiederum wahrnehmen und lenken können. Und deswegen ist diese bewusste Sonne da auch so das Epizentrum des Inkarnationskreuz und die Hauptaktivierung. Und gestärkt und unterstützt und im gleichen Sinne eigentlich gleichwertig sind die unbewusste Sonnenaktivierung auf der roten Seite deiner Chart sowie die beiden Erdaktivierungen, die da nochmal Stabilität reinbringen. Und die unbewusste Sonne ist dann meist eine Qualität, die wir vor allem früher in unserem Leben, also wenn wir in den ersten 30, 40 Jahren unseres Lebens sind, wirklich weniger aktiv wahrnehmen, aber es ist eine Aktivierung und eine Qualität, die andere Leute ganz, ganz stark in uns wahrnehmen, wo sie letztendlich unser stärkstes Licht auch sehen und sich auch zu uns hingezogen fühlen können, genau wegen diesem Licht. Und genau das sind jetzt letztendlich die vier Punkte der Human Design Chart, wo wir jetzt sagen, das ist jetzt auch der Sinn des Lebens oder das ist deine Lebensaufgabe, genau diese Energie zu leben. Und dann ist es jetzt natürlich, könnte man sagen, oh, wie einfach, jetzt gucke ich mir einfach die vier Aktivierungen an und dann habe ich es. Dann habe ich jetzt den Sinn meines Lebens gefunden, kann ich ein Häkchen hintermachen und kann weitermachen sozusagen. Und genau hier, finde ich, ist dann wieder der Haken, wenn wir sagen, wir nehmen so eine Abkürzung wie Human Design und gehen da vielleicht von einem kopfgesteuerten Verstand drauf, gucken uns das an und dann passiert nicht wirklich viel. Weil ganz, ganz, ganz wichtig im Human Design, und ich habe das hier schon mehrmals im Podcast betont, und es ist auch wirklich, was ich in Kursen und Workshops immer wieder betonen darf, dass diese Aspekte unserer Human Design Chart letztendlich wieder zum Ausdruck kommen können, wenn wir unserer Strategie und unserer Autorität folgen, was ja wirklich so
unsere Anleitung ist, wie unsere Energie am besten fließen kann, wie wir am besten Entscheidungen treffen können. Und wenn wir wirklich so unsere gesamtheitliche Energie verkörpern, dann macht auch wieder das Inkarnationskreuz, also die Sonnen- und Erdaktivierung, dann kommen die auch wieder am stärksten zu tragen. Also das Inkarnationskreuz ist nichts unbedingt, was automatisch präsent ist, sondern es ist eigentlich letztendlich die Folge davon, dass wir das erleben dürfen in diesem Leben, wenn wir wirklich unserer eigenen Energie vertrauen und mehr uns erlauben, unseren eigenen Weg zu gehen. Gleichzeitig kann es natürlich auch super limitierend sein, sein Inkarnationskreuz zu sehen und darüber zu lesen und diese 4 Aktivierungen zu haben und ja, dann zu denken, okay, jetzt versucht mich hier jemand wieder in eine Schublade zu packen oder eine Box zu packen, beziehungsweise vielleicht resoniert das auch gar nicht so mit mir. Deswegen bin ich auch, vor allem auch die Art und Weise, wie es quasi kommuniziert wird, das Inkarnationskreuz, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit. Ich finde, Chetan Parkin in seinem Buch hat da eine schöne Art und Weise, das zu kommunizieren. Und trotzdem, alle Masterclass-Teilnehmer werden wissen, dass das Inkarnationskreuz auch nochmal voller ist, als was er da zusammenfasst, wie das Lebensthema eine Seite, dass wir da noch so, so viel tiefer allein an der Human Design Chart rangehen können und wo wir vielleicht Limitierungen wahrnehmen in unserem Lebensthema, dass wir da auch oft Heilung reinbringen dürfen und Dinge auflösen dürfen und im gleichen Sinne auch wieder zu verstehen, dass das Inkarnationskreuz auch wieder nicht die Fülle deines Sinnes ausmacht und deines Seins ausmacht, sondern dass es ein Aspekt sein kann, der dir quasi wie ein Guidepost, wie so eine kleine Fahne, so hier könnte es hingehen in dem Leben, das könnten Themen sein, die sehr, sehr präsent sind. Da mache ich mich auf den Weg hin oder das verkörper ich auf meinem Weg auch eher, weil es ist nicht unbedingt ein Ziel, sondern es ist eine Verkörperung auf dem Weg, je mehr wir auf dem Weg zu uns selber sind. Aber dann auch wieder zu sagen, aber ich bin auch so, so viel mehr als mein Inkarnationskreuz und mich macht so, so viel mehr aus als diese 4 Aktivierungen. Und da dann auch wieder zu sagen, ich gucke im Human Design weiter und tiefer als mein Inkarnationskreuz und tauche noch in meine anderen Planetenaktivierungen, tauche meine gesamte Chart ein natürlich. Plus zu sagen, ich gehe auch raus aus Human Design, ich nutze vielleicht auch noch andere Tools, andere Weisheiten, um wirklich diesen Sinn des Lebens zu verstehen. Sei es Astrologie, sei es die Gene Keys oder das I Ching, sei es Kabbala oder komplett losgelöste Weisheiten und Wissenschaften, die auch gar nicht so im Human Design zu finden sind. Also auch hier den Sinn zu finden, da kann es so, so viele Wege hingeben. Und sich halt auch nicht, wie gesagt, limitieren zu lassen, wenn da etwas nicht resoniert, weil letztendlich geht es nicht darum, dass du dich hier limitieren lässt, sondern dass du einfach mehr und mehr du selber wirst. Und auch zu verstehen, dass der Sinn deines Lebens sich immer, immer weiterentwickelt. Es ist keine stetige, also keine Komponente, die komplett gleich bleibt, sondern wir alle entwickeln uns weiter und wir alle gehen immer weiter und der Sinn unseres Lebens entwickelt sich damit ja auch weiter. Und vielleicht gibt es so eine Grundschwingung, wo wir merken, oh ja, nee, das ist wirklich, warum wir hier sind. Aber das lässt sich dann meistens auch nicht limitieren auf einen Bereich. Weil da kommt dann so oft wieder die nächste Frage. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass bei manchen ist die Frage so, was ist der Sinn meines Lebens? Und bei anderen ist es dann wieder, kann ich meinen Beruf oder meine Berufung jetzt rauslesen aus der Human Design Chart? Und da auch nochmal zu verstehen, der Sinn des Lebens kann dasselbe sein wie der Beruf oder die Berufung, muss es aber nicht sein. Und für mich ist der Sinn des Lebens nochmal viel, viel größer als der Beruf oder die Berufung. Weil wir sind ja auch so, so viel mehr als der Jobtitel, den wir haben. Selbst wenn wir uns unseren Jobtitel in der Selbstständigkeit selbst geben können und sagen, wir sind Happiness Manager oder Holistic Human Design Coach oder was auch immer, aber auch da zu verstehen, der Sinn meines Lebens jetzt in meinem Leben als Steffi ist ja nicht nur Human Design Coach zu sein, sondern es ist wirklich mein Sein und meine Essenz und mein Generator-Dasein, meine Freude, mein Bauchgefühl in all meinen Lebensbereichen zu vertrauen und da einfach die Verkörperung davon zu sein und zu vertrauen, dass wenn ich das in allen Lebensbereichen auch wiederum lebe, dass dadurch natürlich auch eine ganz andere Energie frei wird. Und es ist unglaublich schön, ich glaube, wenn wir in unserem Beruf oder unserer Berufung auch unseren Sinn wiederfinden, kann das zutiefst erfüllend sein.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel, auch wenn wir jetzt wieder aufs Inkarnationskreuz gucken und sagen, jemand hat das Kreuz der Liebe und ist vielleicht hier, also ist hier auf dieser Welt, um Liebe in die Welt zu tragen, kann dies ja in einer Vielfalt von Berufen und Berufungen und auf eine Vielfalt von ja wirklich Bereichen geschehen. Also letztendlich ist dieser Mensch einfach die Frequenz von Liebe und bringt Liebe mit in jeden Raum, wenn er sich erlaubt, ja, da seinem eigenen Weg zu folgen und da auch seinem Weg treu zu bleiben und dadurch durch seinen Magneten quasi an den richtigen Punkt im Leben zu kommen. Und ob dieser Mensch dann Liebe in die Welt trägt, als Lehrerin und Kindern dieses Gefühl der Liebe mitgibt in ihrem Beruf und in ihrem Sein, oder ob sie als Entwicklungshelferin arbeitet und da Liebe in die Welt trägt, oder als Forscherin untersucht, was die Aufgabe von unserem Herzzentrum ist und wie, keine Ahnung, Mütter Liebe an Kinder weitergeben, oder sie ist selber Mutter und das ist einfach die Grundfrequenz, die sie wirklich, dass sie in ihrem Muttersein Liebe in diese Welt trägt und Heilung in diese Welt trägt. Also all das kann der Sinn des Lebens sein und all das kann natürlich auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Berufen ausgelebt werden. Und wie gesagt, wenn man sagt, man ist auf der Suche nach seinem Beruf, auch im Sinne von, ich bin auf der Suche nach meinem Sinn des Lebens und ich habe auch wirklich den Anspruch, dass ich diesen Sinn in all meinen Aspekten des Lebens verkörpern möchte, auch hier wieder zu sagen, es gibt da keinen einen Weg. Du musst nicht selbstständig sein, um den Sinn deines Lebens zu verkörpern, überhaupt nicht, weil auch dieses Gerede mag ich überhaupt nicht. Es gibt vielleicht Berufe und Berufszweige, in denen es einfacher ist, auch wirklich, ne, weil es natürlich auch darum geht, dass du einfach du selbst sein kannst. Je mehr wir uns natürlich verbiegen müssen für unsere Arbeit, desto schwerer ist es dann auch wieder, unseren Sinn auszuleben. Aber es gibt da nicht nur einen Weg hin, sondern du kannst den Sinn auch wirklich auf die vielfältigste Art und Weise nach draußen tragen und dir dem auch wieder bewusst sein, dass es da auch, dass es einfach mit dir resonieren muss. Und dass du dann nicht blind jemand anderem folgen oder vertrauen musst, der jetzt sagt, den Sinn kann man nur leben, wenn man Punkt, Punkt, Punkt. Nein, weil du gibst dir auch wieder letztendlich den Sinn an dein Leben. Und für mich persönlich hat mein Inkarnationskreuz auf jeden Fall nochmal jede Menge Klarheit gebracht. Vor allem auch meine unbewusste Sonne zu verstehen, das mit meinem, die steht bei mir in Tor 27 in meinem Sakral, was auch so das Tor der Fürsorge ist und dass ich mich selber immer gar nicht so als fürsorglich wahrgenommen habe oder auch so umsorgend um andere, aber ich jetzt schon merke, dass das eine ganz, ganz wichtige Qualität für mich ist, dass ich anderen auch immer diese Fürsorge entgegenbringe, sei es über, dass ich was Leckeres zu essen mitbringe, was koche, an ein Geschenk denke, einfach durch meine Energie auch diese Fürsorge in einer Beziehung, in eine Freundschaft, in eine Interaktion mit reingehe und halt auch in meiner Arbeit mir immer wieder gesagt wurde, wie unglaublich liebevoll ich Sachen verpacken kann, wie unglaublich empowernd und fürsorglich ich umgehe, sei es ja in meinen Gruppen, mit meinen Mentoring-Gruppen, mit meinen Kursen, mit den Teilnehmern. Und das einfach unglaublich schön ist, dass diese Fürsorge jetzt einfach ein Aspekt ist, den ich in verschiedenen Bereichen meines Lebens leben kann. Und genauso auch meine bewusste Sonne der 31, wo es auch darum geht, als Leader voranzugehen, als demokratischer Leader voranzugehen und Menschen vielleicht auch in eine neue Zukunft zu führen, dass das auch wiederum etwas ist, was ich in meinem Leben immer mal wieder entdeckt habe, aber was am meisten präsent in meinem Leben war, wenn ich halt wirklich meinem Bauchgefühl vertraut habe und wenn ich an Punkten stand, in Bereichen war, in einem Job war, in einer Umgebung war, mit Menschen umgeben war, wo ich so sein konnte, wie ich wirklich bin. Und sobald ich mich davon wegentfernt habe, desto weniger habe ich diese Qualität in mir auch gespürt. Und da war es natürlich unglaublich bestärkend, das Inkarnationskreuz im Human Design auch eher zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich muss auch da ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, vor allem auch die Zusammenfassung von Chetan Parkin, hat es noch nicht so stark mit mir resoniert. Ich dachte erstmal, okay, mal schauen, was da jetzt so kommt. Und ich aber mehr und mehr entdeckt habe, dass es halt wirklich ja, das Lebensthema, so diese persönliche, wie so ein persönliches Lied, ein persönliches Gedicht ist, was ich entfalten darf. Je öfter wir es lesen, desto tiefer wir uns damit auseinandersetzen. Und natürlich, wie gesagt,
die Voraussetzung, dass wir einfach am meisten uns selber und unserer eigenen Energie vertrauen müssen. Und wirklich auch da das Inkarnationskreuz nicht losgelöst von der Human Design Chart sehen. Wenn ihr jetzt auf eurem Human Design Weg, in eurem Human Design Experiment seid, kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile eure Strategie, eure Autorität, euren Typen. Und für alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind und sagen, okay, ja, Human Design, aber so wirklich weiß ich noch nicht viel über meinen Typen, meine Strategie, da auch nochmal die liebevolle Erinnerung in den ersten Folgen, in den ersten 10, 15 Folgen des Sternenstaub-Stunden-Podcasts sind wir wirklich auf diese Themen in der Tiefe eingegangen. Die Strategie, was es eigentlich bedeutet. Wir sind auf jeden Typen, gibt es mindestens 2 Podcast-Folgen, die ihr euch anhören könnt, weil das natürlich wiederum die Grundvoraussetzung ist, wie gesagt, dass wir unsere eigene Energie leben und dadurch auch mehr den Sinn unseres Lebens verkörpern können. Und ja, wo wir jetzt schon relativ am Ende dieser Podcast-Folge angekommen sind, möchte ich dir, bevor wir uns hier verabschieden, auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass du dich hier nicht limitieren lässt, nicht von Human Design, nicht von deiner Astrologie-Chart, nicht von irgendjemand anderem vor allem. Also da auch immer achtsam zu sein, wenn jemand anderes dir sagen möchte, was dein Sinn des Lebens ist. Jemand anders kann dich darin unterstützen, den zu entdecken, aber letztendlich entscheidest du, was der Sinn deines Lebens ist. Und letztendlich entdecke ich immer wieder Menschen, die, wie gesagt, so komplett die Verkörperung ihres Sinnes sind, wenn wir dann auch in die Human Design Chart gucken, und sie haben das gemacht, ohne dass sie sich jemals mit Human Design auseinandergesetzt haben, sondern einfach indem sie mehr und mehr sich selber vertraut haben. Als kleines Beispiel vielleicht dazu noch, dass wir in der Masterclass die Human Design Chart von Maya Angelou jetzt betrachtet haben und ihr Lebensthema analysiert haben. Und Maya Angelou ist ja schon vor einigen Jahren auch von dieser Erde gegangen. Eine unglaublich inspirierende Frau, die ihr Manifestorinnen-Dasein komplett gelebt hat, die andere Leute in ihre Kraft geführt hat, die, wenn wir ihre Chart angucken, wirklich so diese Tiefe des Seins erkundet hat, die es nicht immer einfach hatte. Auch das in ihrer Chart, auch dass sie da gewisse Schockerlebnisse überwinden darf, um wieder in ihre Kraft zu kommen und andere dann in genau dieselbe Kraft zu bringen. Und dann einfach ihr Lebensthema da auch zu sehen, wie sie ja als Autoritätsperson da vorangehen darf, andere an ihre Kraft erinnern darf. Das war ja unglaublich, unglaublich spannend. Und wie gesagt, ich glaube nicht, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass sie sich viel, also mit ihrer Human Design Chart dafür auseinandersetzen musste, sondern sie hat ja diesen Sinn schon viel, viel früher auch wirklich ja verkörpert und hat da einfach ihrem Sein vertraut. Und genau das ist für uns alle möglich. Und da auch Human Design immer als, für mich ist Human Design da so eine Übergangslösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Übergangslösung in dem Sinne, dass ich mir auch eine Welt vorstelle, dass an irgendeinem Punkt Werkzeuge wie Human Design vielleicht überfällig sind, weil wir alle wirklich so im puren Leben und Erleben unseres Seins sind, dass wir gar nicht mehr die Erinnerung unserer Human Design Chart brauchen. Und das natürlich auch für die folgenden Generationen, dass die einfach ja in ihrem Sein schon so früh unterstützt werden, auch gesellschaftlich die Konditionierung immer, immer weniger werden und dadurch ja echt diese Tools und Techniken gar nicht mehr so nötig sind, weil wir so verbunden mit uns selber sind. Und ich finde Human Design da unglaublich super, um diese Brücke zu schlagen, um uns wieder daran zu erinnern, wer wir sind. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder die Kunst bei all diesen Werkzeugen, auch wenn wir sie in unserer Arbeit nutzen, ne, wie ich das mache. Ich hebe Human Design dann nicht auf irgendein Podest und stelle es über andere Dinge oder sage, jeder muss das machen, das ist ein Nonplusultra. Ich glaube einfach, es kann eine Abkürzung bieten, es kann eine Klarheit geben, aber ich sehe auch eine Welt, in der es wirklich obsolet sein kann und in der wir einfach alle so im Einklang mit uns und unserer Energie sind und andere einfach auch so sein lassen, wie sie sind, ja, dass wir einfach die pure Inkarnation unseres Sinnes sind. So, ein kleiner Abstecher hier in meine Idealistenwelt, auch mit meiner 41, das Träumen und die Fantasie. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier auch mit meiner Arbeit da einen Teil zu beitragen darf und bin auch so unglaublich dankbar,
ja, auch Menschen in der Masterclass so tief mit in die Human Design Chart nehmen zu dürfen, dass sie es wiederum selber in ihrer Arbeit anwenden oder auch in ihrem Leben, in ihrem Alltag, mit ihren Familien anwenden, sodass es einfach so eine Selbstverständlichkeit wird, jeden Menschen so in seiner Individualität zu sehen, ihn zu unterstützen und ja, dass wir einfach träumen dürfen, dass jeder letztendlich so sein darf, wie er ist, in seiner tiefsten und reinsten und besten und höchsten Essenz. Ja, und damit natürlich die Welt zu einem besseren Ort macht. Ja, bevor wir uns jetzt verabschieden, natürlich auch wirklich nochmal die Erinnerung, letztendlich gibst du selber deinem Leben einen Sinn, indem du es nach deinen Vorstellungen, nach deiner Energie lebst und wirklich immer wieder für dich entscheidest, was für dich wichtig ist. Welche Werte wollen gelebt werden? Welche Erfahrungen wollen gemacht werden? Und dann einfach auch dem Weg des Lebens vertraust und dass er sich entfalten darf. Und dann danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich für diese gemeinsame Zeit, die wir hier verbringen durften in diesem Podcast. Ich bin natürlich ganz, ganz gespannt, was dieser Podcast bei dir für Gedankengänge angestoßen hat, wie du bis jetzt den Sinn deines Lebens für dich definiert hast, ob du da noch auf der Suche bist, ob dir deine Human Design Chart auch geholfen hat. Und da ja, verlinke mich auch super, super gerne bei Instagram in deiner Story, wenn du den Podcast hörst. Teil deine Erkenntnisse dazu mit mir. Oder hinterlass uns auch gerne eine Rezension auf iTunes und schreib deine Erkenntnisse zum Podcast da rein. Da freue ich mich natürlich total. Und mit jeder 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bekommen einfach, können noch mehr Leute auch den Podcast sehen, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und dadurch natürlich noch an ihre eigene Kraft, an ihre eigene Individualität erinnert werden und hoffentlich ja, gemeinsam mit uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich danke dir ganz, ganz doll. Und ja, vergiss nicht, du bist ein Wunder, du bist aus Sternstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Ganz, ganz viel Liebe an dich, deine Steffi. Und wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat und Human Design und die Art und Weise, wie ich es auch vermittle, in tiefe Resonanz mit dir geht und du auch einfach spürst, dass es an der Zeit ist, ja, den nächsten Schritt vielleicht auch zu gehen, dein Wissen im Human Design zu vertiefen, es für dich zu entdecken, um deine Kraft und Individualität wirklich zu leben oder auch das Tool kennenzulernen, um es in deine Arbeit zu integrieren, um Menschen wieder an ihre Energie zu erinnern und damit natürlich die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen, dann würde ich dir hier gerne einmal Bescheid geben, dass die All About Human Design Masterclass im Juni, Ende Juni, in die nächste Runde startet. Und wir starten mit der All About Human Design Masterclass am 28. Juni. Und das ist die Summer Self-Study Version. Das heißt, du tauchst in 3 Monaten ganz in deiner eigenen Zeit in die Human Design Chart ein. Jede Woche werden neue Module freigeschaltet und du lernst neue Elemente der Human Design Chart kennen. Alle Elemente bauen aufeinander auf und werden am Ende dann zusammengebracht in dem Holistic Human Design Coaching Modul und einem Reading Workshop, den wir gemeinsam haben werden am Ende des Sommers, wo du dann wirklich das Wissen anwenden lernst. Und ja, da würde ich mich einfach riesig, riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Die Masterclass ist wirklich so mein absolutes Herzensprojekt, was ich letztes Jahr Anfang 2020 ins Leben gerufen habe und in der ich jetzt schon beinahe 300 Leute auf ihrem Weg mit Human Design begleiten durfte. Ganz, ganz viele Leute, die heute Human Design wirklich Vollzeit in ihrer Arbeit nutzen und auch als Human Design Coach tätig sind oder aber die es in ihre Arbeit einfließen lassen, auch egal ob Lehrerinnen, Krankenschwestern, Mütter, wirklich also eine Vielzahl und eine Vielschichtigkeit von Leuten und Menschen, die einfach Human Design nutzen, um die Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen, kommen da zusammen. Und ja, wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, dann schau super gerne in den Shownotes oder bei mir auf Instagram vorbei. Da findest du alles zur Human Design Masterclass und die Anmeldung wird am 21. Juni öffnen, pünktlich zum Sommerstart und gemeinsam starten wir dann am 28. Juni und du kriegst, wie gesagt, alle Videos freigeschaltet, alle Inhalte nacheinander freigeschaltet, dass du den Sommer nutzen kannst, um ganz in deinem eigenen Tempo in die Tiefen der Chart einzutauchen. Ich würde mich riesig freuen, dich in der Masterclass begrüßen zu dürfen. Sende dir jetzt die liebsten Grüße. Deine Steffi.